Gesegnet sei, auf wem des Erbauers Auge ruht. Gesegnet seien die Reumütigen, die seine Rückkehr herbeisehen. Gesegnet sei die Prophetin, durch die Flammen gereinigt. Mögen die Gesänge des Erbauers Ohren erreichen und ihm unsere Reue berichten. So sei es. Oh, ich hab euch gar nicht gesehen. Ich sage die Segnungen des Erbauers jeden Tag auf. Sie bringen mir Frieden in schwierigen Zeiten. Nein, nicht wirklich. Es ist nur... Ich will euch damit nicht langweilen. Es gibt mir die Hoffnung, dass der Erbauer uns eines Tages erhört, dass mir vergeben und mein Fluch von mir genommen wird. Magie? Was sonst? Magie verursacht großes Leid. Sie ist gefährlich und widerwärtig und hinterhältig. Die Kirche muss die Welt vor uns beschützen. Mit etwas so Schrecklichem geboren zu werden, muss eine Strafe sein. Ich wünschte, ich könnte sie loswerden. Nimmt das die Magie von mir? Ja, das tut es, nicht wahr? Stellt euch mal vor, keine Angst mehr zur Abscheulichkeit zu werden, nicht mehr vom Volke und der Kirche verabscheut werden. Ich sollte gehen. Mein Mentor erlaubt mir nur wenige Minuten täglich zur religiösen Besinnung. Oh, hallo. Ich freue mich, dass eure Läuterung gut verlaufen ist. Ich war der Templer, der euch hätte töten müssen, falls ihr zu einer Abscheulichkeit geworden wärt. Es ist nichts Persönliches, das schwöre ich. Ich freue mich, dass es euch gut geht. Ihr wisst schon. Es wäre schrecklich für mich gewesen. Aber ich diene der Kirche und dem Erbauer und befolge meine Befehle. Woanders hin? Was soll das heißen? Ach, herrje, wenn ihr damit meint, was ich denke, wäre das sehr unziemlich und ich kann das nicht tun. Ich sollte gehen. Oh, entschuldigt, ich habe euch nicht kommen hören. Es tut mir leid, aber ich bin schrecklich beschäftigt. Das Zimmer muss fertig sein, bevor das Treffen des Grauen Wächters mit Irving beendet ist. Ja, er heißt Duncan. Er muss irgendetwas Wichtiges mit Irving zu besprechen haben. Ihr müsst wissen, dass ich selbst fast einmal ein grauer Wächter geworden wäre. Mehrere von uns wurden ausgewählt, aber die grauen Wächter wollten nur einen Rekruten. Sie haben immer nur einen Magier in ihren Reihen, wisst ihr? Ich glaube, sie hielten mich für den besten Kandidaten. Aber ich war jung und töricht und sagte, ich sei nicht interessiert. Sie haben dann einen anderen ausgewählt. Und das war es. Ich habe es seitdem jeden Tag bereut. Also, ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Hallo. Glückwunsch zu eurer Läuterung gestern Abend. Gute Arbeit. Es gibt sie in allen Zirkeln von ganz Thedas. Gruppen von Verzauberern mit ähnlichen Ansichten, die sich zusammentun, um gehört zu werden. Die einflussreichste Bruderschaft sind die Äquitarianer. Sie sind gemäßigt und glauben an einen Verhaltenskodex, den alle Magier befolgen sollen. Dann gibt es die Loyalisten, Apologeten der Kirche. Wenn die Kirche etwas sagt, befolgen sie es bis ins letzte Detail. Den Lucrosianern geht es nur ums Geld. Und die Isolationisten wollen, dass wir alle als Eremiten auf einer Insel leben. Dann gibt es natürlich noch die Libertarianer. Sie wollen mehr Macht und Autonomie für den Zirkel. Ha. Wenn ich müsste, wohl am ehesten ein Äquitarianer. Aber ich habe mich schon lange aus der Diskussion zurückgezogen. Die meisten Oberverzauberer sind Äquitarianer. Irving Wynn, Sweeney. Aldred ist Libertarianer. Noch dazu ein ziemlich lauter. Magier haben genug Probleme mit der Außenwelt und sollten sich nicht innerhalb des Zirkels zanken. Aber was soll man machen? Ah, ein Idealist.
Nun, wenn ihr die Welt verändern wollt, solltet ihr rasch damit anfangen. Sie ist nämlich sehr groß. Hallo. Sucht ihr etwas? Ich bin Niall, ein Magier. Genau wie ihr. Ich habe euch schon mal gesehen, oder? Muss ich ja. Oh, die Bruderschaften. Gruppen von Magiern mit einem gemeinsamen Ziel. Wir sollten alle Isolationisten werden und in einem abgelegenen Bergdorf leben, weit ab von den Weltlichen, die uns hassen. Ich würde sogar alleine in die Wildnis ziehen, wenn ich könnte. Aber sie würden mich als Abtrünnigen brandmarken und zu Tode hetzen. Man kann den Zirkel nicht verlassen, bis dass der Tod uns scheidet. Romantisch, nicht wahr? Wenn ihr den Zirkel verlasst, werdet ihr ein Abtrünniger. Und die Strafe dafür ist der Tod. Ganz schön streng, was? Ich habe von Hexen gehört, die ganz allein überleben und dem Zirkel ein Leben lang aus dem Weg gehen. Aber wenn die Templer sie finden, nun, ihr wisst, was dann geschieht. Die Clans der Dalish-Elfen verfügen angeblich auch über mächtige Magie. Aber wer kann schon bei den Dalish zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden? Also gut, schönen Tag noch. Viele sind bereits in Ostagar. Wynn, Aldred und die meisten Oberverzauberer. Wir haben diesen Krieg schon viele von uns überstellt. Von euch? Seit wann fühlt ihr euch Magiern so verbunden, Gregor? Oder fürchtet ihr nur, die Magier aus der Aufsicht der Kirche zu entlassen, wo sie ihre vom Erbauer verliehenen Kräfte tatsächlich einsetzen können? Wie könnt ihr andeuten? Meine Herren, bitte! Irwin, ihr habt Besuch bekommen. Ah, die neueste Schwester in unserem Zirkel. Komm nur, Kind. Das ist... Ja, das ist sie. Nun, Irving, ihr seid augenscheinlich beschäftigt. Wir reden später weiter. Natürlich. Also, wo war ich? Ach ja, das ist Duncan von den Grauen Wächtern. Ihr habt ja sicher von dem Krieg gehört, der sich im Süden zusammenbraut. Duncan, wart, ihr habt euch immerhin entschieden, mir alles zu erzählen. Die Bedrohung durch die dunkle Brut im Süden wächst. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Bösartige Monster, die unter der Erde hausen, wo das Licht der Sonne sie nicht erreichen kann. Eine Horde von ihnen hat sich in der Korkari-Wildnis formiert und droht das Tal nördlich davon anzugreifen. Wenn wir sie nicht zurückschlagen, befürchte ich eine neue Verderbnis. Danke, ihr verstört das arme Mädchen mit eurer dunklen Brut und der Verderbnis. Heute ist für sie ein Festtag. Wir leben in schwierigen Zeiten, mein Lieber. Dennoch sollten wir uns Momente der Leichtfertigkeit gönnen. Vor allem in schwierigen Zeiten. Die Läuterung ist überstanden. Euer Phylakterion wurde nach Denerim geschickt. Ihr gehört jetzt offiziell als Magierin zum Zirkel der Magi. Verzeihung, was ist ein Phylakterion? Allen Schülern wird am Tag ihrer Ankunft Blut abgenommen und in speziellen Fläschchen aufbewahrt. Damit man sie jagen kann, sollten sie abtrünnig werden. Wir haben keine Wahl. Die Begabung zur Magie erregt Misstrauen und Furcht. Wir müssen beweisen, dass wir mit unserer Macht verantwortungsbewusst umgehen können. Ihr habt das bewiesen. Ich übergebe euch hiermit eure Robe, euren Stab und einen Ring mit den Insignien des Zirkels. Tragt all das mit Stolz, denn ihr habt es euch verdient. Nur Geduld. Ihr habt eine erhebliche Strapaze überstanden. Nur nichts überstürzen. Selbstverständlich dürft ihr mit niemandem über die Läuterung sprechen, der das Ritual nicht durchlaufen hat. Nun denn,
Ruht euch aus oder lest in der Bibliothek. Der Tag gehört euch. Wie ich sehe, ist die Jugend noch immer so ungestüm wie früher. Ich gehe zurück in mein Zimmer. Würdet ihr wohl so nett sein und Duncan zurück auf sein Zimmer begleiten? Die Gästezimmer sind im Osten dieses Stockwerkes, in der Nähe der Bibliothek. Entschuldigt mich nun, ich habe etwas mit Gregor zu besprechen. Danke, dass du mich begleitest. Ich habe gern Gesellschaft. Ja, worüber? Eine Horde von ihnen hat sich in der Korkari-Wildnis im Süden formiert. Werden sie nicht aufgehalten, greifen sie das Tal nördlich davon an. Wir grauen Wächter glauben, dass ein Erzdämon die Horde anführt. Die dunkle Brut greift die Oberfläche in kleinen Gruppen an. Aber ein Erzdämon kann sie zusammenrufen und zu einer unaufhaltsamen Streitmacht vereinigen. Eine Horde der dunklen Brut ist eine starke Armee. Das sind wahrhaft schlechte Neuigkeiten. Ich fürchte, das wird unser Feind sein. Wir können sie wohl nicht vollständig auslöschen. Irgendwie kommen sie immer wieder zurück. Es steht mir nicht zu, das zu kommentieren. Unsere Pflicht ist es, die dunkle Brut zu bekämpfen, wo immer sie sich zeigt. Wir sind Elfen, Menschen und Zwerge, geeint durch dieses gemeinschaftliche Ziel. Ja, das sollten wir. Kann ich noch irgendetwas für dich tun? Ah, du kommst wohl nicht oft raus, oder? Ich bin keine gute Quelle für Neuigkeiten. Ich beschäftige mich nur mit dem Vordringen der dunklen Brut. Nach dem Aufruf des Königs hat der Zirkel von Ferelden lediglich 7 Magier nach Ostagar entsandt. Ich habe König Kaelin gebeten, herkommen zu dürfen, um beim Zirkel eine größere Abordnung anzufragen. Ich hätte gern in jeder Einheit 1 oder 2 Magier. Aber mit 7 ist das nicht möglich. Die Magier werden in dieser Schlacht viel entscheiden. Die dunkle Brut ist selbst magiebegabt und wir müssen ihnen darin überlegen sein. Natürlich, aber ich bin kein Magier. Magier heilen. Sie richten Feuer und Eis auf den Feind. Und noch viel mehr. Manchmal frage ich mich, ob die vielen Magiegesetze der Kirche wirklich notwendig sind. Die dunkle Brut ist eine größere Bedrohung als Blutmagier oder sogar Abscheulichkeiten. Die Welt braucht Jahrzehnte, um sich von einer Verderbnis zu erholen. Das müsste die Kirche doch erkennen. Wir müssen alles tun, um die dunkle Brut zu besiegen. Ah, hört ihr das an? Ein schwadronierender alter Mann. Sicher nicht sehr interessant. Zu freundlich von dir. Einmal in meiner Jugend, kurz nachdem ich zu den Grauen Wächtern gekommen war, auf einer Reise mit meinem Mentor. Wir haben eine Gruppe Templer getroffen, die gerade einen Blutmagier jagte. Sie waren ziemlich weit weg, ich habe es also nicht deutlich gesehen. Er hat einige Templer dazu gebracht, ihre Kameraden anzugreifen. Ein schrecklicher Anblick. Er wäre entkommen, übersah aber einen Templer, der sich hinter ihn schlich und ihn enthauptete. Es gab bei den Grauen Wächtern Magier, die sich der Blutmagie bedienen mussten, um mit der dunklen Brut fertig zu werden. Man muss sie zumindest in Erwägung ziehen. Die Magier, deren Verbindung zum Nichts getrennt wurde? Warum fragst du? Das habe ich gehört. Dadurch sind sie und alle in ihrer Umgebung sicher. Ob es das Opfer allerdings wert ist, kann ich nicht beurteilen. Ich halte dich nicht auf.